Und bei uns seht ihr echte Angler. Mit wahren Geschichten. Hallo und herzlich willkommen. Heute seht ihr, wie man aus der Not eine Tugend macht. Wir hatten schon vor einem halben Jahr einen Trip auf die Bodden zu Wurfangeln geplant, aber ihr seht selber, überall ist Eis. Und was macht man da? Richtig, Eisangeln. Und ob dabei einer einbricht und untergeht, seht ihr gleich. Attacke! Damit wir uns auf dieser doch recht homogenen Eisfläche zurechtfinden, habe ich natürlich das GPS mitgebracht. Und wir laufen jetzt quasi die Hotspots an und fahren sie nicht an. 1,3 Kilometer haben wir jetzt an Strecke zum ersten Wegpunkt. Mal sehen, ob Georg das schafft. Alter Verwalter, das ist mal richtig Arbeit hier. Dicken Schlitten hier rausgezerrt. Ich möchte gar nicht wissen, was Baumann hier alles mitgenommen hat, so von wegen, der Schlitten trägt's ja, kein Problem. Nur das Nötigste. Mhm. An der Stelle hier, also sehe ich ja auch, sind einige Markierungen auf deinem GPS. Genau. Wie wollen wir hier angeln? Also wir haben jetzt hier eine Kante, das ging jetzt so von 1,5 auf 3, 4 Meter geht das hier runter. Ja. Mit ein bisschen Kraut. Okay. Und hier in der Ecke haben wir eigentlich immer sehr gut im Winter gefangen. Wir hoffen, dass wir jetzt da sind, weil großartig suchen werden wir heute nicht können. Weil ich glaube, jeder Meter zu viel ist. Ja, jeder Meter ist ein Meter zu viel hier. Ne? Ja, ist klar. Ich würde sagen, dass wir eine Lochreihe hier machen und ein Stück weiter hinten in der Bucht drin. Okay, und dann gucken, wo die Bisse kommen. Dann teilen wir uns auf. Ne? Und Zweierteams. Es war immer gut, wenn ein Team einbricht, hat man ein Rettungsteam. Genau, genau. Und noch ein paar Routen im Rennen. Und noch, trotzdem noch ein paar Routen im Rennen. So, genau. Leute, Leute, wir sind alle platt wie die Hunde. Und ihr solltet mal Matze, den Boddenbaron, sehen, wie der hier abschreitet und die Stellen markiert, wo die Schergen dann die Löcher bohren dürfen. Unglaublich. Wir müssen sehen, wie wir hinterherkommen. Grund alle bohren, schaffen, machen und tun. Das Große ist Jäger Baumann dabei und will natürlich als erster seine Routen am Start haben. Ne? Er hat hier schon über die Hälfte des Weges den Schritt gezerrt, du Sack. Ja, ich. Wir haben jetzt hier dem Eisbaron folgend Löcher gebohrt, so eine ganze Bohrreihe gebohrt. Wir bestücken die jetzt alle. Jetzt kommen hier diese Köfis, die wir am Motzner See gefangen haben, wieder zum Einsatz. Wir werden hier mit einer starken Hose versehen. Hier die Löcher versenkt, in der Hoffnung, dass hier unten auch tatsächlich dicke Bottenmutti drauf wartet und die abgreift. Jetzt ein bisschen tiefer stellen. Wir angeln jetzt schon 2 Stunden ohne Biss. Ich steche noch mal ein bisschen die Köfis an, dass sie auch wirklich sinken. Meine Füße sind Eisklumpen, weil ich Wasser gezogen habe. Genau aus dem Grund werde ich jetzt mal ein bisschen aktiv fischen mit Gummifisch, ein paar Löcher bohren. Vielleicht bringt das was und vor allen Dingen hoffe ich, dass es mir dann warm wird. Matthias hat hier wieder die genaue Peilung genommen. Erste Loch, los geht's. Gut, mit den Fischerhandschuhen kann man das auch per Hand rausholen. Wir machen hier jetzt ein paar Löcher und dann wird massiv gepimpelt. Wohin? Gut, noch besser. Bitte schön. Falls du mal links auf die Köder wechseln willst, Georg, ne? Ja, lass mal Box hier. Gut, schauen wir mal, was kommt. Guter alte Gummifisch. Wird versenkt. Ich habe mal
mal wieder die ehrenvolle Aufgabe, hier die Abmoderation zu machen und euch super witzig zu erzählen. Wir haben nichts gefangen auf Ansage und der erste Tag Gastangler auf dem Eis ist zu Ende. Team Boddenangeln hat auch nichts gefangen, das beruhigt mich immerhin, ist ja auch ein Experiment. Keiner von uns war jemals hier beim Eisangeln. Wir werden morgen weitermachen und schauen, dass wir da die Fische finden. Ist nicht einfach auf den Riesenflächen. Ob das klappt, seht ihr beim nächsten Mal. Bis denn dann. Ciao. Zu dem zweiten Teil der Gastangler auf dem Boddeneis. Heute haben wir uns überlegt, gehen wir ein bisschen in eine geschütztere Ecke, sind hier im Hafen in Wiek und hoffen, dass wir da ein paar Barsche wenigstens fangen können. Ob das klappt, seht ihr gleich. Gastangler, die letzte Scheiße. Guckt was anderes, es gibt tolle Programme. Gestern, was haben wir geguckt? Big Brother oder Horoskop, das ist viel besser. Gastangler haben nichts auf dem Kasten. Den größten Versager, den seht ihr jetzt. Solche Sprüche muss man sich anhören, wenn man sie einmal mitnimmt hier an den hechtreichsten Spot der Welt, die Bodden. Und die Gastangler haben es tatsächlich geschafft, hier Misch zu fangen. Nicht mal ein Biss, keine Plötze, kein Barsch und Hechte gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Und genau das ist der Grund, warum wir jetzt einen Rückwärtsgang reinreißen und nie, aber auch wirklich nie wieder Eisangeln werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.